wissen ja gar nicht, was sie im Notfall alles machen müssen. Das stimmt. Runter kommt er immer wieder. So, meine Herren, ich begrüße Sie nochmal recht herzlich hier bei der Oberweißbacher Bergfreund. Eine gute Nachricht habe ich das erste Mal für Sie. Wir haben heute wieder unser Cabrio aufgesetzt, haben Sie aber sicher alle schon gesehen. Und das ist ja nach dem Wetter mal eine Seltenheit. Aber was ich eigentlich vorhin jetzt ausgemacht habe, die zwei Herrschaften da unten, die am Geländer standen, die habe ich überzeugt, falls die andere Bahn dann mal abschmiert, mal runterrollt, die fangen sie unten wieder auf. Das ist doch ein gutes Zeichen, gell? Da knallen die Menschen unten nicht so hart auf. So, eine Viertelstunde sind wir gemeinsam noch unterwegs hier mit unserem Bähnle hinauf nach Lichtenhain. Und auf diesem Weg wollte ich Sie schnell noch ein bisschen aufklären. Aber jetzt nicht, was Sie möchten, sondern was Sie mit Ihrem Ticket alles machen können, falls es beim Einkaufen ein bisschen kurz gekommen ist. Hier bei uns gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eine einfache Fahrt. Dort können Sie also von A nach B fahren. Dann müssen Sie sehen, wie Sie wieder nach Hause kommen. Macht eigentlich von unserem Wandern oder für unsere Wanderer, damit die auch mal eine Tour wandern können und zurück mit der Bahn fahren können oder umgedreht. Ja, die andere Möglichkeit, wenn Sie die Rückfahrt gleich mitgelöst haben, dann können Sie aber mit unserer Bahn nicht nur einfach wieder zurückfahren, sondern Sie können ja den ganzen Tag hier eigentlich sämtliche Bahnen der Oberweißbacher Berg- und Schwarzenau-Bahn nutzen. Und das sind ja hier drei Bahnen integriert. Einmal unsere Standseilbahn hier zentral in der Mitte, hat aber oben Anschluss zu einem Zubringer oder Wegbringer, einen elektrischen Triebwagen, der weiterfährt nach Oberweißbach-Kursdorf. Dort oben können Sie die schöne Landschaft dann noch ein bisschen erwandern oder Sie können dann bis zum Ende fahren nach Kursdorf und dann zurücklaufen, nach Katzhütte laufen. Also es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten für unsere Wanderer. Aber das Schönste an diesem Ticket ist ja eigentlich, nicht nur, dass Sie Bahn fahren können, sondern dass das Wandern ja im Fahrpreis auch mit inbegriffen ist. Das heißt, Sie können also an jeder Haltestelle bei uns auch mal aussteigen, mal in die Pilze gehen oder in die Pilzner und können dann irgendwann mal wieder mit ein unserer Bahn nach oben oder nach unten fahren. Hier, unsere Bahn fährt alle halbe Stunde, müssen sich also nicht mal was merken, immer heim und immer um. Der Triebwagen oben auf dem Berg genauso, alle halbe Stunde. Unten im Tal, das ist die Ausnahme, die Schwarzertalbahn ist nur im Stundentakt erreichbar. Sie sind ja dort auch eine Stunde unterwegs. Sie können also einmal bis nach Rottenbach fahren und können dann wieder zurück bis Katzhütte fahren. Also einmal Rottenbach und zurück eine Stunde, einmal Katzhütte zurück auch eine Stunde. So, überall, wie gesagt, das Einzige, was Sie merken müssen, 20 Uhr. So, sollte es hier zu diesem Thema noch Fragen geben, können Sie ruhig auf mich zukommen. Kommen wir mal zu unserer Bahn selber. Wer noch nie mit so einer Bahn mitgefahren ist, so ein Prinzip noch nicht kennt. Ansonsten haben wir ja eigentlich viele solche Bahnen auf der Welt, die alle gleich funktionieren. Eine Standseilbahn ist überall eigentlich vom
Prinzip gleich vom Antrieb. Ein dickes, langes Seil ist überall vorhanden und an jedem Ende dieses Seiles hängt ein Wagen. Immer oben im Maschinenhaus, in der Bergstation, wird dieses Seil einfach nur umgelenkt und dabei angetrieben, sodass wir jetzt praktisch an dem einen Ende des Seiles nach oben gezogen und ein anderer Wagen am anderen Ende einfach nach unten gelassen wird. Das Einzige, was wir hier immer aufpassen müssen, ist, dass die andere Bahn pünktlich ist. So, und das wollen wir jetzt wieder testen. Ist die andere Bahn pünktlich oder nicht? Das ist die Spannung, die wir hier haben. Ansonsten können wir eigentlich mit mehr Action nicht nehmen. Oh, das reicht schon. Ungewissheit. Oh. Aber es ist schon wieder langweilig hier. Die andere Bahn ist schon wieder pünktlich. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Die andere Bahn kommt immer mit uns gleichzeitig in der Mitte an. Haben wir schon probiert. Wir sind etwas später abgefahren. Trotzdem ist die auch wieder später angekommen. Wer einen guten Rat weiß, kann ihm mir den ruhig geben. Jedenfalls fährt dieses andere Teil hier in der Mitte an uns vorbei. Dort können Sie sich das Ganze nochmal anschauen. Das ist ein typischer Wagen für solche Stadtseilbahnen. Stufenförmig dem Gelände angepasst hat man hier den Wagen direkt auf die Steigung des Gleises gebaut. So, jetzt werden Sie wahrscheinlich erst einmal den Unterschied zu unserem Wagen hier. Und unser Wagen ist nun die Besonderheit, die es auf der ganzen Welt nicht nur einmal gibt. So, aber schauen Sie erst einmal in Ruhe sich das Ganze hier an. Das macht man sich für dass wir heute Cabrio fahren können, haben wir ja eigentlich dem Grund zum Bau dieser Bahn zu verdanken. Diese Bahn ist eigentlich ein Ergebnis oder aus der Not der Bevölkerung um Oberweißbach entstanden. Dort oben auf der Plattform um Oberweißbach gab es keinerlei Industrie. Dort oben gab es auch keine Verkehrsmittel hin. Und mit Pferdevorwerken konnte man sich schwerlich am wirtschaftlichen Leben beteiligen. Hallo! Na, aber. Schön vorsichtig, gell? Na? Die Richtung ist schon mal gut. Hallo! Na? Hast du die Übersicht hier, ja? Ja. Ja, wir waren ja stehen geblieben beim Grund zum Bau dieser Bahn. Die Region hatte also keinerlei Industrie. Und deswegen, weil es keine alternative Möglichkeit gab. Oi. Bind die Frau an. Hallo. Hier hat man sich als alternatives
Verkehrslösung diese Bahn hier verbaut. Eine Standseilbahn, die in der Lage ist, Huckepack normal spurische Güterwagen zu transportieren. Das war der Grund zum Bau dieser Bahn, um am wirtschaftlichen Leben teilhaben zu können. Haben sich hier praktisch die Gemeinden und das Land Thüringen von 1919 bis 1923 diese Standseilbahn hier gebaut, weil man mit diesem Prinzip ja wenig Energie braucht, konnte man ganz einfach 27 Tonnen Güterwagen den Berg hier hoch oder runter schaffen und konnte sich so am wirtschaftlichen Leben beteiligen. Das war also der Grund überhaupt zum Bau dieser Bahn. Heute wird diese Bahn natürlich nur noch von Touristen genutzt. Und damit wir alle ein bisschen was davon haben, haben wir auch seit 3 Jahren nicht nur einen Personenwagen hier oben drauf stehen, der Mittag nun Fahrgäste transportiert, sondern wir haben hier auch ein Fahrzeug mit ohne Dach und können so die Landschaft hier ein bisschen besser genießen. So, das war nun unser Stichwort zum Landschaft genießen. Jetzt, wenn wir die Bäume hier hinter uns haben, tut sich nun eine wunderschöne Landschaft auf, die eigentlich ihresgleichen sucht. Hier passt eigentlich alles schön zusammen. Dieses historische, technische Denkmal, das heute noch Güterwagen transportieren kann und eingebettet in einer wunderschönen Landschaft. So, diese Landschaft können Sie jetzt nochmal genießen und ich melde mich dann kurz vor unserer Landung nochmal wieder.